die Tatsache in Deutschland, die mich überrascht hat. Wenn ich gefragt wurde, welche Dinge in Deutschland auf mich seltsam gewirkt haben, hatte ich immer unzählige Sachen parat. Was mir zum Beispiel besonders interessant erscheint, sind die Öffnungszeiten der Cafés hier. In Südkorea sind die Cafés nämlich das zweite Zuhause für viele Leute. Daher sind 24 Stunden Cafés sehr leicht zu finden. Und die meisten sind zumindest bis 22 oder 23 Uhr offen. Nur die Handvoll sogenannte Hipster-Cafés machen früher zu, damit sie zeigen können, dass sie anders sind. Daher sieht das ganz normale Leben in Seoul so aus. Nach der Arbeit in einem Restaurant Freunde treffen und danach zusammen ins Café gehen, um sich zu unterhalten. Oder nach dem Feierabend ins Café gehen und die Zeit alleine mit Lesen oder Lernen zu verbringen. Viele Studenten und Schüler bringen ihr Lehrmaterial ins Café mit, um dort zu lernen. Als Mittelschülerin habe ich auch manchmal in Starbucks meine Hausaufgaben gemacht. Nachhilfe, Sprachaustausch und Blind Dates im Café sind auch sehr häufig zu sehen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass alle Cafés genügend Steckdosen, große Tische und kostenloses WLAN anbieten. Für diejenigen, die sich in Ruhe konzentrieren möchten, gibt es auch spezielle Lerncafés, in denen man ruhig sein muss. Als ich nach Deutschland gezogen bin, wollte ich auch ein neues Café finden, welches ich gerne als mein zweites Zuhause annehmen könnte. Ich wollte dort Bücher lesen, Deutsch lernen, mein Tagebuch schreiben und so weiter. Ich habe erst auf der Google Map einige gut aussehende Cafés ausgewählt und eine Kaffeeliste kreiert. Nur wusste ich nicht, dass sie alle um 18 Uhr geschlossen sind. Darüber hinaus wusste ich auch gar nicht, dass ein Café ohne WLAN ganz normal ist und trotzdem gute Geschäfte machen kann. Wie zuvor erwähnt, ist das in Südkorea unmöglich. Nun habe ich schon aufgegeben, ein richtiges Café zu finden, wo ich meine Seele gern baumeln lassen könnte. Ich kann kaum ein Café finden, welches nach meinem Feierabend immer noch geöffnet ist und noch ein paar Stunden offen bleiben wird. Außerdem finde ich, dass die Cafés hier nicht geeignet sind, dort stundenlang zu bleiben. Es scheint, man muss schnell bestellen und einen Kaffee trinken und dann weg sein. Trotzdem sind die Cafés hier sehr nett, wenn auch nicht als zweites daheim. Da ich eine Person mit Laktoseintoleranz bin, bin ich einfach sehr froh, dass ich in Deutschland viel mehr Milchersatzoptionen habe. Die Kaffeepreise sind auch sehr traumhaft. Die Hälfte oder weniger als in Südkorea. Daher kann ich mit weniger Budgetstress durch Cafés bummeln. Ich habe schon einige meiner Lieblingscafés in München in meinem Blog gepostet. Natürlich auch koreanisch. Manche Leute haben mir gesagt, dass sie diese Cafés besucht haben und zufrieden sind. Zwar haben die Cafés früher zu, aber es kann meine Kaffeeliebe nicht aufhalten.